Holzböden sind in der Regel sehr strapazierfähig und nicht leicht zu beschädigen. Falls aber doch mal etwas mit einer Diele passiert, ist das kein Grund, gleich den ganzen Boden zu erneuern. Eine Diele kann mit ein paar Arbeitsschritten leicht erneuert werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass Sie ein paar Dielen eingelagert haben oder diese noch beim Haro-Fachhändler zu finden sind. Als erstes müssen Sie das beschädigte Element natürlich entfernen. Dazu bohren Sie vorab ein Loch in jedes Eck der Diele. Perfekt dafür ist ein 15 mm Bohrer. Als zweites brauchen Sie eine Handkreissäge, bei der man die Schnitttiefe einstellen kann. Diese Schnitttiefe finden Sie ganz einfach durch Messen des neuen Elements heraus. Wenn Sie diese gemessen und bei der Handkreissäge eingestellt haben, müssen zwei Schnitte gemacht werden. Einfach vorsichtig diagonal von Loch zu Loch sägen. Danach können Sie das Element entnehmen. Längsseitig sowie stirnseitig wird die Diele noch verriegelt sein. Je nach System muss dann vorsichtig entriegelt werden. Wenn alle vier Teile entfernt wurden, müssen Sie die entstandene Öffnung im Boden aussaugen, bevor Sie die neue Diele einsetzen können. Die neue Diele muss vor dem Einsetzen auch ein wenig modifiziert werden. Bei der neuen Diele bitte die stirnseitig und längsseitig vorstehende Nutwange entfernen. Das Element kann erstmal ohne Leim eingesetzt werden. Aber Vorsicht, nicht zu fest andrücken, denn das Element muss ja schließlich nochmal raus, bevor es seinen endgültigen Platz einnimmt. Wenn das Element passgenau sitzt, tragen Sie den Leim gleichmäßig auf alle vier Seiten auf. Wenn dieser aufgetragen ist, das Element wieder vorsichtig mit der Längsfederseite einwinkeln und nach unten drücken. Überschüssigen Leim bitte sofort entfernen und das Element beschweren, bis der Leim abgebunden hat. Falls kleine Fugen entstehen, können diese ganz einfach mit Hartwachs ausgekittet werden. Schon ist nichts mehr zu sehen. Und das war's auch schon. Und falls Sie weitere Fragen haben, schauen Sie doch mal bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Dort gibt es viele nützliche Tipps und Tricks.